Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Das Gedate mit Kaede ist super. Die ultimative Pianistin, die so talentiert ist, dass VIPs von der ganzen Welt kommen, um ihren Auftritt zu sehen. Sie lacht das alles aber nur ab und sagt, dass sie überall als Piano-Freak bekannt ist. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr ein Duett spielen würde, nachdem ich ihr mein Interesse für Piano gezeigt habe oder nachdem sie mein Interesse fürs Piano geweckt hat. Als wir gemeinsam spielten, fühlte ich, dass unsere Körper sich berührten, aber sie war so von der Musik absorbiert, dass sie es nicht mitbekommen hat. Sie ist wahrlich ein Piano-Freak. Finde ich übrigens böse Ausdruck, aber okay. Ich habe mir überlegt, vielleicht werde ich das mit Dai hier auch noch machen, weil sie das auch miterlebt. Dann werde ich Kaede alleine daten, dann werde ich Kaede mit Dai daten und dann werde ich Kaede mit Final daten. Ja, schön. Kommst du, um mich zu besuchen? Ja, nicht nur das. Was wollen wir tun? Weil wir schon mal draußen sind, was hältst du davon, wenn wir uns herumbewegen? Oh ja. Wie wäre... Stroll. Was ist Stroll? Spaziergang? Bummel. Okay. Wahrscheinlich, ja, also bummeln. Ist doch sowas wie ein Spaziergang. Wie wäre es, wenn wir einfach nett durch die Gegend bummeln und reden? Ganz wie du willst. Ich und Kaede bummelten durch die Gegend und haben miteinander geredet. Kaede und ich sind uns jetzt ein bisschen näher. Was soll ich tun? Ich habe noch einen Notenzettel für dich. Shuichi. Was? Ektastik? Begeistert. Okay. Begeistert kenne ich zwar ein anderes Wort, aber okay. Shuichi! Ich bin so begeistert. Ich dachte, ich bin die Einzige, die nach sowas sucht, aber ich denke, du hast mich schon mitbekommen. Du hast mich auch mitbekommen. Ich dachte das, weil du hast mir so ein schönes Geschenk gegeben. Sie ist schon wieder rot geworden. Du kommst also her, um mit mir das Duett zu üben. Okay. Ja. Alright. Dann lass uns anfangen. Wieder in ihrem Labor. Ja, war irgendwie klar. Puh, lass uns hier für heute Schluss machen. Okay. Ja, ich fühle mich so, als ob ich viel besser werde. Ja. Definitiv. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass du das Talent dazu hast, Klavier zu spielen, Shuichi. Wenn du weiter trainierst, dann wirst du vielleicht der neue ultimative Pianist? No. Ach, ich weiß nicht so wirklich. Aber abgesehen davon, das ist doch einfach nur Training. Ja. Du hast recht. Es ist gut zu trainieren, aber wir sollten uns darauf fokussieren, gemeinsam hier rauszukommen. Ich möchte entkommen, sodass ich mich mit den anderen Studenten besser vertragen kann. Also, nee, sodass ich die anderen Studenten besser kennenlerne. Gemeinsam. Hey, Kaede. Huh? Was ist? Hey. Das klingt vielleicht etwas seltsam, aber... What's the matter? Was ist denn los? Du kannst mir alles sagen. Aber wenn es etwas ist, das schwierig zu beantworten ist, dann könnte es vielleicht ein Problem geben. Why? Wie kannst du bloß optimistisch sein? Hä? Du redest immer von Kooperation und Zusammenarbeiten und du gibst niemals auf. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wenn ich dich so reden höre. No. Nun, nein. Ich
Ich denke, es ist einfach, dass du so redest. Aber ich weiß, dass du auch im Innern wahrlich so fühlst. Ich glaube, ich frage dich, wo deine Gefühle herkommen. Kaede sieht so aus, als ob sie Probleme hätte. Ja, schwierig zu beantworten. Sorry. Es tut mir leid. Ich denke, das war wohl etwas seltsam. Oh nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht böse oder besorgt oder irgendwas in dergleichen. Irgendwas in der Art. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich dir das am besten erklären kann. Weil meine Gefühle kommen von Erfahrung. Also actual experience, also tatsächlichen Erfahrungen. Tatsächliche Erfahrung? Warst du schon mal in so einer Situation? Nein, oh Gott. Nein, das nicht. Es gibt doch keine Möglichkeit, wie ich in so einer Situation schon mal in der Vergangenheit gewesen sein könnte. Nun, in meiner Erfahrung? Also Musik erreicht immer die Herzen anderer Menschen. Musik. Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich spiele das Klavier, weil ich die Leute lächeln sehen will. Alle Gesichter hellen sich auf durch meinen Auftritt. Ich kann gemeinsam mit Fremden lächeln, die ich gerade erst vor einer Minute getroffen habe. Selbst wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen, wir sind durch die Musik miteinander verbunden. Ich denke, es ist, weil wir die wahren Persönlichkeiten der anderen Menschen durch die Musik sehen. Right? So ist es in Ordnung. Ich weiß, wir können alles überstehen mit dem Band, das wir kreiert haben. You're right. Ja, ich denke, das ist wahr, Kaede. You know? Ich möchte noch mehr lachende Menschen sehen, also plane ich auch all diese Dinge zu tun. Klassische Musik ist mein Hauptfokus, aber ich möchte auch Popmusik aufführen. That's right. Oh ja, Popmusik, Sayaka. Wäre es nicht super lustig, Musik zu kreieren für berühmte Videospiele oder Filme? Ich kann ein Lied komponieren, so wie ich es möchte, und sie auf Konzerten vorspielen. Das wäre schon cool. Kaede. Yeah, that's right. Ich glaube, das ist ein wundervoller Traum, Kaede. Ich bin mir sicher, du kannst es schaffen. Hey. Wirklich? Denkst du so? Okay. Absolut. Und ich werde auch zu deinem Konzert kommen. Of course. Ich werde dich definitiv einladen. Ich werde dir das allererste Ticket schicken. Wart mal! Ich habe dir jetzt meinen Traum gesagt. Wie peinlich. Ich kann nicht glauben, dass du mir mein Geheimnis entlockt hast, Shuichi. Ich habe nicht versucht, dir irgendwas rauszulocken. Aber ich bin froh, dass es mir gesagt hat. Oh Mann. Wenn ich das hier sehe... Ich bereue... Was heißt ich bereue? Aber ich schäme mich für die Entwickler, dass sie sowas gemacht haben. Also, den Kack vom Hauptgame. Nachdem ich Kaede ein bisschen beruhigt habe, bin ich in mein Zimmer zurückgegangen. So traurig. Ich habe noch Zeit. Was soll ich tun? Ja, was wohl? Es gibt nur eins, weswegen ich hier sitze und aufnehme. Ich meine, theoretisch könnte ich jeden daten, aber... Nee! Was ist los? Fühlst du dich so, dass wir heute wieder Klavier spielen? Ja, jeden Tag. Wenn das der Fall ist, dann will ich es dir beibringen. Oh. Den Text kenne ich schon, weil ich Klavierlehrerin bin.
Kaida tat ihr Bestes, um mir das Klavierspielen beizubringen. Schon wieder? Achso. Ja, ich dachte schon, warum kann ich ihr kein Geschenk geben, aber... Moment mal, jetzt habe ich nichts mehr für sie. Igitt! Ups. Sie mag doch bestimmt Kuchen. Ich könnte ihr ihre eigene Note geben, aber nö. Jetzt muss ich gucken, was mag Kaede? Okay, gucken wir mal. Was mag Kaede sonst noch so? Ich wette, den Kuchen mag sie. Nee, den Kuchen mag sie nicht. Was? Ah, den Tee, da mag sie. Wieso mag Kaede kein Kuchen? Was zum Henker? Verstehe ich nicht. Okay. Ich mag diese Dinge wirklich. Magst du sie auch, Shuichi? Es wird mich ein bisschen glücklicher machen, wenn ich weiß, welche Dinge du magst. Oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade etwas Peinliches gesagt. Du kommst heute wieder zum Üben, richtig? Ich bin froh, dass du es so ernst nimmst. Dann lass uns anfangen. Die ist Hals über Kopf verknallt in ihn. Weil sie versucht, Fassung zu bewahren. Shuichi, ich denke, das ist ein guter Ort. Achso, ja, es ist gut, dass wir heute beenden. Also, dass wir für heute Schluss machen. Schon fertig? Ja, nun... Wann auch immer wir uns sehen, spielen wir gemeinsam Klavier, richtig? Ich fühle mich so, als ob ich dich dazu zwingen würde. Du hast keinen Spaß, oder, Shuichi? Niemals. Ich habe eine Menge Spaß. Wirklich? Alright. Okay, dann lass uns nochmal spielen. Weil ich dir schon mein Geheimnis gesagt habe, bist du an der Reihe mit deins zu sagen. Huh? Was? Warum? Got it? Weil ich das... Weil ich das entscheide. Du wirst heute reden. Weil ich das entscheide, sagt sie. Die ist ja mega putzig. Wir sind... Kaede ist heute so... Ja, pushy, also so... treibend. Also, sie übernimmt die Führung. Nun, wenn du das möchtest... Aber worüber soll ich reden? Wie wär's mit deinen Hobbys? Hobbys, hä? Hä? Hast du nicht mal über deine Hobbys nachgedacht? Nun... Ich erinnere mich, dass ich im Detektivbüro ausgeholfen habe. That's true. Ich denke, ein Detektiv zu sein ist mein Hobby. Ich verstehe. Detektivarbeit ist also dein Hobby. Huh? Was? Du machst dir Notizen? Die schreibt sich alles auf. Wo hast du diesen Notizblock denn her? Yeah. Von meinem Rucksack. Ja, ich verstehe. I see. So, dein Hobby ist also ein Detektiv zu sein. Dann werden wir es heute genießen. Huh? Was? Because... Okay. Ich werde heute die Detektivin sein, die dein Geheimnis offenlegt. Huh? Ich dachte, ich bin der Detektiv. Was? Okay. Toll, ich habe mich verschrieben. Bin ich nicht gut? Ich bin echt der Geilste. Verhör. Nun, verhört zu werden ist eine gute Erfahrung. Aber es wird nächstes Mal nützlich sein, wenn du in Aktion bist. Wirklich? Alright. Ja. Also dann, nächste Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Fleisch, vegetarisch oder Fisch? Nun, von dieser Auswahl... Ich persönlich würde eigentlich Fisch bevorzugen.
Was werden bei den anderen? Ja, saftiges Fleisch. Ja, ist eine typische Jungsantwort. Kannst du ein großes Steak in einer Sitzung essen? nun... Das sieht nicht so aus, als ob du so viel Fleisch essen würdest. Aber ich soll dich nicht danach beurteilen. Oh, da macht sie das böse Face. Wie sieht's aus mit vegetarisch? Vegetarisch. Also Gemüse. Gesundes Gemüse. Gemüse. Machst du dir Sorgen um deine Kalorien? Ein bisschen. Ich bin nicht so athletisch. Ich setze leicht Fett an. Ich verstehe. So ein Typ bist du also. Und was ist beim Fisch? Da lacht sie einfach nur. Okay, da macht sie kein böses Face. Aber egal. Ich nehme den Fisch, weil... Von den dreien würde ich Fisch bevorzugen. Frischer Fisch. Fisch, hä? Ich bevorzuge auch Fisch über Fleisch. Okay. Toll. Ich habe jetzt nicht geguckt, was sie bei Fisch sagt, aber... Keine bin echt ich, irgendwie. Wir sind also gleich. Okay. Ja. Dann denke ich, sollten wir uns keine Sorgen über irgendwelche Komplikationen machen. Also Verschiedenheit, über... komm schon. Sie sollte sich keine Sorgen darüber machen, dass die beiden zu unterschiedlich sind. So. Ich hatte das Wort gerade im Kopf, aber ich habe es innerhalb von einer Sekunde wieder vergessen. Ist das das, was sie... Ja, worauf sie aus ist? Alright. Nächste Frage. Was ist dein Lieblingsort? Ist nicht Broadcast, nee. Breit. Ja, stimmt ja. Broadcast. Das ist eine ziemlich breite Frage. Ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Oh, richtig. Wie wär's mit... Right? Wenn du ausgehen würdest, zum Beispiel auf ein Date, wo würdest du hingehen? Filme oder in einem Freizeitpark? Okay, whatever der Pick. Nee, ich wette, das ist schlecht. Ja, da guckt sie böse. Dachte ich mir schon. Naja, Filme. Kommt drauf an, welcher Film. Freizeitpark eigentlich nicht so sehr. Also ich persönlich würde die Filme bevorzugen. Also ins Kino zu gehen für ein Date wäre ja an sich nicht schlecht. Kommt dann immer auf den Film an. Filme, denke ich. Mhm. Filme, hä? Ich verstehe. Ach übrigens, was ist dein Lieblingsgenre? That's true. Nun, ich gucke eigentlich alles, aber... Aber ich komme niemals in so Love Stories rein. Okay, ich bin nicht Shuichi. Weil, ja, Liebesgeschichten, das ist so eine Sache. An sich kann ich mich an jede Art von Film gewöhnen. Und wenn ich da so einen Liebesfilm gucke, dann... Je länger ich einen Film gucke, desto mehr steigt mein Interesse, egal welches Genre der Film hat. Huh? Oh, ich verstehe. Nun, es wäre vielleicht ein bisschen zu schnell, gemeinsam einen romantischen Film... Also, ich glaube, es wäre ein bisschen zu schnell, wenn zwei Personen gemeinsam einen romantischen Film gucken. Sie macht sich schon wieder Notizen. Wofür sind denn eigentlich diese Notizen? Das... Ja... ist ein Geheimnis. Was? Mach dir keine Sorgen. Ich werde sie nicht für irgendwas Schlechtes benutzen. Ich werde diese Notizen niemandem zeigen. Detektivin Kaede Akamatsu hat... angefangen durchzustarten. Sag mir alles, was du weißt, Punk! Oh, die ist cute. Sie ist toll. Und ich glaube, wenn ich das dann mit Final und Dai so separat mache, dann werde ich den beiden dann die Fragen beantworten lassen.
Nachdem Kaede fertig war, mich durchzufragen, ging ich in mein Zimmer zurück. Oh, das ist ja super. Okay, nachts soll ich jetzt wieder ins Casino. Muss ich hier überhaupt spielen? Ja, von mir aus mach mal. Ja, komm. Outlaw Run. Bin gespannt, wie viel ich überhaupt gewinnen kann. Nein, verkackt. Ich sollte langsamer fahren. Oh. Wow. Ich fahre wie eine gesenkte Sau. Aber ich erwische trotzdem. Wow, speed up. No. Hör auf. Oh Gott. Okay, merken, keine Monokumas einsammeln. Ich hab ne Mega-Kombo. Ja. Bin gespannt, wie viel Coins ich da am Ende gewinne. Da ist ein Auto, ich weiche aus. Mhm. Weil die Musik ist nicht so ganz wie im Class Trial. Frage ist nur, wie lang geht das hier? Nein! So lange, bis ich ein Auto ramme. Okay, die sammle ich nicht ein, das ist zu riskant. Boing, 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 boing. Da ist ein Auto. Achso, ich sehe da unten ein Zeitlimit, sehe ich jetzt erst. Ich kann nicht auf alles gucken. Hast du mir Punkte abgezogen? Ich habe jetzt nicht gucken können. Ah. Oh, verdammt. Das ist schon wieder der Speed-Up-Typ. Das ist, glaube ich, positiv, weil ich da schneller fahren kann. Und mehr Sachen einsackeln. Dich nicht? 10.250. Oh. Toll. Ich glaube, ich kann da richtig gut verdienen, eventuell. Was ist das? Ich kann die Zeit selbst manipulieren. Date-Ticket. Off across the universe. Das da will ich. Oh Mann. Na gut, mit Kaede habe ich jetzt noch einen Durchgang. So. Na dann, Kaede Akamatsu. Bin gespannt, was du mir jetzt zu sagen hast. Of course. Perfekt. Ich habe daran gedacht, dich auch einzuladen. Ich bin so auf das Klavier fokussiert, dass ich immer noch nicht weiß, was mit der Welt da draußen passiert. Das ist eine großartige Gelegenheit. Ich habe gehofft, dass du mir beibringen würdest, wie es ist, ein Detektiv zu sein. Ich habe meine Zeit damit verbracht, Kaede beizubringen, ja, wie man ein Detektiv ist.
beiden werden ein immer süßeres Paar. Ich liebe die beiden. Das beste Videospielpärchen überhaupt. Ja, mach dich glücklich. Sag peinliche Sachen. Okay, Shuichi. Zeit, um super aufgepumpt für die Übung zu werden. Okay. Training. Ja, lass es uns tun. Nein. Dieses Lied. Ich muss mich fangen. Wow, ich hätte fast geheult. Besser gesagt, ich habe ein bisschen Träne. Wow. Nein, sie fängt ihn an. Banno. Warum spielst du mir das an? Ein Piano-Duett. Zwei People. Ah, zwei Leute spielen gemeinsam an einem Klavier. Als ich erst gelernt habe, war ich noch nicht gut genug. Aber nun fühlt es sich nett an. Ich spiele die tiefen Tasten, während Kaete die hohen spielt. Habe ich gerade Kaete gesagt? Mann, ich bin so durch den Wind wegen diesem Lied. Wow. Nochmal. Ich spiele die tiefen Tasten, während Kaete die hohen spielt. Gemeinsam spielen wir eine Melodie. Natürlich, mein Spiel ist mit ihrem nicht zu vergleichen. Aber Kaede carried me, also führt mich. Vielleicht ist es das, was uns den magischen Sinn der Verbindung gibt. Zuerst war ich fokussiert auf Kaede, die... Also zuerst war ich so fokussiert auf Kaede, die neben mir saß, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Aber sobald wir immer weiterspielten, wurde es immer einfacher. Es fühlt sich ja, natürlich an. Es ist so, als ob Kaede und ich eins geworden sind. Nachdem wir mit dem Spielen fertig waren, setzten wir uns wieder nebeneinander. Basking it. Schütteln es ab. Also Basket Korb. Aber sich darin ahlen. Was? Sich darin ahlen?
Nee, sich darin sonnen. Ah, sie sonnten sich darin. Shuichi. Andere Musik. Du bist erstaunlich, Shuichi. Ich kann nicht glauben, dass du innerhalb von so einer kurzen Zeit so viel gelernt hast. No. Nein, es ist nichts. Nein, das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Ich hatte eine großartige Lehrerin, die mir die Schönheit des Klavierspielens gezeigt hat. Hey. Die Schönheit des Klavierspielens, was meinst du damit? Hey. Es macht so viel Spaß zu spielen und ich verstehe, warum du so, ja, reingezogen bist. Richtig? Selbst wenn wir denken, dass gerade nur wir hier sind, irgendjemand wird es vielleicht hören und wird dadurch lächeln. Und dadurch hat sich das alles ausgezahlt. Ich war nur in der Lage, das zu tun, weil ich war nur in der Lage, diese großartige Erfahrung wegen dir zu erleben, Kaede. Nee, weil ich dich getroffen habe, Kaede. Ich weiß, das ist eine abnormale Situation. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich dich getroffen habe. Ich hatte eine großartige Lehrerin, die mir die Schönheit des Klavierspielens gezeigt hat. Wie niedlich. Oh, ich liebe sie. Oh, diese beiden sind so cute. Oh, herrlich. Shuichi, ich kann nicht glauben, dass du sowas Peinliches gesagt hast. Hä? Was? Fragezeichen. Aber ich bin auch froh, dich getroffen zu haben. Weil ich dir das beigebracht habe, hat es mich daran erinnert, wie großartig Klaviere sind. Und ich habe angefangen, mich selbst zu realisieren, was ich auf dem Klavier alles vollbringen kann. Okay. Ja. Shuichi. Hey Shuichi, wenn wir hier erstmal draußen sind, komm rüber zu meinem nach Hause. Hä? Meinst du dein Haus? Ja. Yeah. Natürlich, wohin denn sonst? Could it be? Nun, ist das nicht ein bisschen zu, ich meine, zu deinem Haus gehen? Er ist rot, er denkt an was ganz anderes. Warte eine Minute. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Right? Ich möchte, dass wir gemeinsam ein Duett üben auf meinem Lieblingsklavier, sodass du es hören kannst. Okay. Ha, das ist es, was du gemeint hast. Tut mir leid, ich habe es missverstanden. Aber ich möchte auch mit dir reden, mit dir gemeinsam fernschauen. Huh? Was? You know? Du weißt, wie ich gesagt habe, dass ich mit jedem hier näher kommen will, sobald wir rauskommen. Und wenn du es bist, ich habe das Gefühl, dass wir uns beide schnell ich habe das Gefühl, dass wir uns beide viel besser kennenlernen werden. Bedeutet das? Das ist, warum sie so rot ist. Ja, Liebesgeständnis incoming. Okay. Das ist, warum... Ja, Shuichi auch. Das ist doch 100... Es ist doch offensichtlich, was folgt. Oh, jeez. Ah, Mann. Jetzt sei doch ein Mann und sag endlich ja. Und sie hat's unterbrochen. Tut mir leid. Ja, ja, ja. Moment, neues Face von Shuichi? Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. You're just not there yet. With our duet, our friendship, everything. Which is why we're going to escape. So we can hopefully grow together. You're right. Ich glaube, ich verstehe, was Kaede versucht zu sagen. Ich denke das, weil ein starkes Band zwischen uns besteht. Aber wenn wir hier erstmal draußen sind,
dann will ich es sogar noch weiter fortsetzen. Bing! Piano-Duett! Ist das herrlich! Kaede und ich haben den Rest des Tages damit verbracht, dass wir über unsere Flucht gesprochen haben. Ach so, stimmt ja. Hab dich völlig vergessen. Ich hab Kaedes Höschen. Warum vergesse ich das jedes Mal? Oh, die Musik ist so herrlich. So, speichern wir erstmal. So. Ich will mal was versuchen, wenn ich jetzt lade. Allerdings lade ich jetzt ein anderes Ende als das. Ich lade mal das da. Wo starte ich jetzt? Besser gesagt, wie viele Monocoins habe ich? Ja, danke. Gut, ich kann es überspringen. Oh, es fängt wieder von vorne an. Okay, jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das Piano-Duett jetzt noch habe. Rein theoretisch müsste ich es haben. Ja, sie kneift sich wieder. Aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht, wenn ich hier zusätzlich Münzen farmen kann. Okay. Zum Glück geht das relativ schnell mit dem Skippen. Moment, ich kann noch kein Menü öffnen, verdammt. Das heißt, ich muss jetzt weiterspielen. Na gut, dann hole ich erstmal so Monocoins. Weg da. Dann werde ich so machen. Ich werde hier einen Schnitt machen, oder besser gesagt den Part beenden, werde Monocoins sammeln, werde mir dann den Key of Love holen und werde, wenn es irgendwie möglich ist, dann Kaede mit dem in der Love Suite zeigen. Das war Danganronpa V3, Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!